Ja, hallo liebe Kinder, ich bin schon da, aber ihr seid ja noch nicht da, denn ich bin total aufgeregt, denn wisst ihr was, die Hessenschau on Tour kommt hier nach Hadamar auf diesen wunderschönen Schlossplatz und wir vom Fürstlichen Puppentheater sind live dabei und ich, der Nassauer Kasper, freut sich natürlich ganz, ganz, ganz besonders darauf, euch dann hier begrüßen zu dürfen. Das Ganze wird natürlich nicht nur von mir moderiert, sondern auch von Jens Kolker und Andreas Hicke. Die sind natürlich immer dabei, wenn die Hessenschau on Tour ist. Und dabei wird auch ein 40-köpfiges Team sein, wobei ich natürlich nicht weiß, was man mit 40 Köpfen so alles anfangen soll, ohne Beine und Hände, ne? Naja, aber die Sommertour 2016 geht natürlich eine ganze Woche und fängt am Montag, den 18. Juli in Großzimmern, fängt die ganze Show an. Ich meine, große Zimmer haben wir hier im Schloss natürlich auch und deswegen weiß ich nicht, ob ihr unbedingt nach Großzimmern müsst, aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich am Montag direkt loslegen in Großzimmern. Dann geht es weiter in eine ebenfalls nassauische Residenz, aber eben kein Fürstenstadt, so wie Hadamar. Nämlich dann geht es am Dienstag, den 19. Juli, nach Idstein. Am Mittwoch, am 20. Juli, sind wir hier in Hadamar. Ab 16 Uhr geht es los und live um 19.30 Uhr dann in der Hessenschau. Weiter am Donnerstag, den 21. geht es mit Hessens einziger Hansestadt, nämlich in Korbach, weiter. Und dann wird es nass, dann geht es zum Naturbadesee am Freitag, den 22. Juli, an den Badesee Stocklache. Und am Samstag wird die Hessenschau live dann in Hünfelden sein und am Sonntag, den 24. Juli, in Oberhörgern, das ist in der Wetterau. Also, ich freue mich schon ganz, 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 ganz doll auf die Hessenschau. Und natürlich könnt ihr das Ganze live hier vor Ort sehen oder wie immer bei euch zu Hause an den Fernsehbildschirmen unter HR3. Tschüss!